Eine neue Runde Storytime. Wir haben wieder was zu erzählen. Es hat mit diesen kleinen Kandidaten zu tun. Das ist der Geier. Das ist ein schwedisches Blumenhuhn. Und von denen haben wir noch zwei weitere. Einmal in schwarz gemustert. Genau, den Geier braun gemustert. Und einmal in weiß-grau gemustert. Also, nochmal eine kleine Vorstellungsrunde. Das ist Möwi. Erklärt sich vielleicht von selber der Name. Und das ist der Geier, weil er aussieht wie ein kleiner Geier. Ja. Und das hier ist Primel. Und eigentlich wollten wir für jedes Huhn Blumennamen. Und wie das dann so ist, haben wir halt festgestellt, naja, das ist halt auf jeden Fall ein kleiner Geier. Das wussten wir schon nach 5 Minuten, als er bei uns war. Und Möwi ist halt einfach eine kleine Möwe. Und ihr wisst, Hühnerhaltung, uns ist immer voll wichtig, dass es den Tieren richtig gut geht, dass sie vor allem auch gut aufgewachsen sind, dass sie aus einer guten Zucht kommen. Wobei es uns da ja nicht um eine besondere Reinrassigkeit geht, sondern einfach wirklich darum, dass sie sozusagen gesund sind, also keine Hybriden sind und so weiter. Und wir lernen ja auch immer dazu und jetzt haben wir aber irgendwie nochmal was dazugelernt, was wir gerne teilen wollen, weil wir darauf reingefallen sind und weil es uns auch irgendwie echt schockiert hat. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Unsere Bielefelder Kennhühner sind keine Bielefelder Kennhühner. Ja, also sie sehen so aus. Und was isst du da, Geier? Aber sie sind es leider nicht. Wir haben die ja damals von einem Hühnertaxi geholt, beziehungsweise ja von einem Geflügelhof, die die Tiere angeblich auch selber ziehen und selber züchten und die dann eben in zum Beispiel jetzt bei uns so im norddeutschen Raum ja, mitbringen oder einfach an Standorte fahren, wo man die abholen kann. Und das haben wir eben auch gemacht und die sahen gut aus, die waren auch gesund, die sind auch aktuell noch gesund, aber sie sind super scheu. Und wir haben uns schon immer so ein bisschen gefragt, wie das passieren konnte, weil das sehr ungewöhnlich ist, wenn die eben mit Menschen aufgewachsen sind. Und jetzt haben wir genau, ja, unsere neuen Kleinfreunde geholt und uns lange mit dem Züchter von denen unterhalten. Und der hat uns erzählt, und das haben wir auch von anderen Seiten jetzt gehört, dass diese Geflügeltaxis, die meisten Geflügeltaxis, gibt bestimmt auch andere, aber Leute, sind wir mal ehrlich, wenn man für sehr günstig Rassegeflügel kaufen kann, dann kann das auch irgendwie eigentlich nicht das Beste sein. Genau, diese Geflügeltaxis lassen ihre Tiere in Rumänien und anderen Ländern ja, aufziehen, züchten und kaufen die dann super billig ein. Und die Tiere sind eben auch nicht reinrassig, sondern es sind Hybriden, die gepaart sind mit eben dann zum Beispiel einem Bielefelder Kennhuhn. Und so sehen die Tiere dann eben auch aus. Das heißt aber auch, alle Tiere, die nicht so aussehen, werden wahrscheinlich, ja, also sind dann nicht mehr da. Und ich fand das super schlimm, weil wir eben uns so viel Mühe gegeben haben, immer das Beste, ja, also irgendwie die besten Tiere zu bekommen im Sinne von gesunde Tiere, Tieren, denen es gut geht, die entspannt sind. Irgendwie der Geier ist jetzt 3 Monate alt und sitzt bei mir auf dem Arm. Die Bielefelder Kennhühner haben wir, glaube ich, seit 1,5 Jahren und wir können die nicht anfassen. Also die sind super, super scheu und die sind einfach total verstört. Weil natürlich ein Tier, was irgendwie in den ersten Lebensmonaten mehrere Stunden durch Deutschland gekarrt wird, wie soll das auch entspannt sein? So. Und das ist so ein bisschen unsere Geschichte und das, was uns echt schockiert hat und was wir euch einfach mal erzählen wollten, damit ihr vielleicht das anders macht. Es gibt wirklich viele tolle Züchter, die privat das machen, die das aber auch in einem kommerziellen Rahmen machen und trotzdem ja, darauf achten, dass es den Tieren gut geht. Man muss ja auch keine reinrassigen Tiere haben, sondern einfach schauen, dass es eben keine Hybriden sind, dass sie gut aufgewachsen sind, dass sie eben auch aus Ställen kommen, wo sie gesund rauskommen. Also da, wo wir jetzt hier die Kleinen her haben, das war so sauber, das war so gepflegt, der ganze Hof, das sah so gut aus und wir hatten ein richtig gutes Gefühl dabei und ich finde, man merkt es den Tieren auch an. Also die waren halt total schnell zutraulich und haben sich total schnell auf alles eingelassen und erkunden gerne die Welt. Und die anderen, ja, die Bielefelder waren damals halt schon total verstört. Und wir hatten ja auch mal die Legehybriden, also die ganz normalen Lohmann. Und auch wenn das Hybriden waren und die einfach wirklich durchgängig krank waren, muss man sagen, dass die eben auch bei jemandem privat aufgewachsen sind und die ja auch super zutraulich waren. Und wenn man sozusagen das kombiniert haben will, muss man sich eben ja, kleine Züchter suchen, die dann eben keine Hybriden haben, sondern das Wasser. Ui!
ja, sondern eben Rassegeflügel züchten. Und ich glaube, das ist wirklich eine Möglichkeit, einfach gesunde und gute Tiere zu bekommen, weil ich finde es total schade, wenn man mit seinen Hühnern nicht so eine richtige Verbindung aufbauen kann, weil sie einfach abnorme Angst vor Menschen haben, weil die sind so süß und ich weiß nicht, es sind so schnucklige Tiere, auch jetzt so der Geier, der setzt sich auf die Hand, die fliegen auf einen drauf, wenn man hier im Stall ist und wir genießen das total und es ist ja auch ein großer Grund, weshalb wir Hühner haben, gar nicht nur wegen den Eiern, sondern vor allem weil es total Spaß macht, sich mit denen zu beschäftigen. Und die haben hier bei uns im Stall einen Heutunnel, wo sie jetzt das erste Mal durchgelaufen sind. Und wir haben uns so gefreut, weil es einfach total niedlich ist. Und ja, also wir wollen euch irgendwie mitgeben, schaut wirklich, wo ihr eure Hühner herholt. Zahlt auch ein bisschen mehr. Ich weiß, Hühner sind unfassbar teuer geworden. Also ein ausgewachsenes schwedisches Blumenhuhn zum Beispiel, was eben schon legt, kostet so um die 60 Euro. Und das ist happig. Deswegen haben wir eben gesagt, wir kaufen uns die jünger und füttern die eben dann sozusagen das halbe Jahr, in dem sie nicht legen oder vielleicht auch länger. Das ist für uns kein Problem, weil wir das auch schön finden, zu sehen, wie die wachsen und die ganze Aufzucht mit denen zu verbringen. Und genau, wer kann und einen Plan hat, was er mit Hähnen machen soll, die eventuell beim Schlüpfen rauskommen, kann natürlich auch selber ausbrüten. Das ist was, wo wir einfach nicht mit dabei sind, weil wir nicht wissen, was wir mit den Hähnen machen sollen. Und ich finde, man sollte das nur machen, wenn man eben weiß, dass man die dann auch ja, schlachten kann. Oder irgendwie noch 5 Freunde hat, die alle Bock haben auf dem Hahn, dann kann man vielleicht auch mal einen Durchgang machen. Aber das ist bei uns leider nicht der Fall, deswegen kommt das für uns aktuell nicht in Frage. Wenn sich da was ändern sollte, dann erfahrt ihr das, weil es dann kleine Babyküken gibt und das unfassbar süß wäre. Aber aktuell ist das nicht geplant und ja, mich würde mal interessieren, was sind eure Hühnererfahrungen, was habt ihr für Hühner und habt ihr auch schon mal die Erfahrung mit diesen Hühnertaxis gemacht? Und bevor jetzt hier irgendwelche Leute schreiben, oh, aber bei meinem Hühnertaxi ist das anders. Ja, gibt bestimmt 1-2 Hühnertaxis in Deutschland, wo das anders ist, aber seid mal ganz ehrlich zu euch und überlegt, ob das wirklich bei euch der Fall ist oder ob man sich das ein bisschen schönreden will, weil ich glaube, das können wir alle erstaunlich gut uns Dinge schönreden, weil wir nicht die Wahrheit sehen wollen. Und da leiden in dem Fall dann einfach Tiere drunter und das ist nicht so cool. Boah. Sagst du Tschüss, Geier? Guck mal. Der hat mich angekackt. Zum Tschüss sagen. Zum Tschüss sagen. Tschüss, Geier. Können wir Flugshow nächstes Mal machen im Video. Toll. Einmal angeschissen. Kein Problem, ich hab dich trotzdem lieb.